Der Rest von Kommando 141 hat das ACS reingebracht, Alan. Zwei Mann haben meine gesamte Basis erledigt. Von ihnen erwarte ich noch mehr. Gestern waren sie Soldat an der Front, aber heute sind Fronten Geschichte. Uniformen sind Reliquien. Überall tobt der Krieg und es wird Opfer geben. Dieser Makarov kämpft seinen eigenen Krieg und er kennt keine Regeln, keine Grenzen. Er schreckt vor nichts zurück. Wirklich vor gar nichts. Er ist keiner Flagge gegenüber loyal, keinem Land, keinem Ideal. Er tauscht Blut gegen Geld. Ihr neuer bester Freund. Der Preis dafür war hoch, dass Sie neben ihm stehen. Aber agieren Sie trotzdem besonnen. Sie müssen in einem Undercover-Einsatz an Makarovs Seite kämpfen. Kein Russisch. Tag 3. 8.40 Uhr. Moskau, Russland. Alles klar, unsere neuen besten Freunde, wie mir scheint. Eine Bande von russischen Terroristen. Und die metzen natürlich jetzt erstmal hier schön die ganzen armen Leute nieder. Also, ich finde nicht nett, dass das meine neuen Freunde sein sollen. Das sage ich euch mal gleich. Aber ich meine, was tut man nicht alles für seinen Job, sage ich mal. Ist ja gerade leider unser Job hier, undercover zu sein. Die Treppe hoch, los! Treppe hoch. Müssen sie hochsprinten. Seht das nicht an. Zack, 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 zack. Au! Makarov, du Sau. Schieß nicht nur die ganzen Zivilisten hier ab, sondern schieß mich auch direkt erstmal über den Haufen. Na, ist gerade mir ein bisschen langweilig, zumindest was spielerisch angeht. Ich kann jetzt hier nicht wirklich viel tun. Weil ich auch mal sagen kann, man kann halt auch auswählen, ob man die Mission hier spielen will oder nicht. Und ich habe jetzt einfach mal gesagt, ja komm. Die kommt mit rein ins Let's Play. Und auch wenn die ja ziemlich kontrovers ist. Warum, erklärt sich eigentlich von selber. Aber ja, die gehört ja zum Spiel dazu, sag ich mal. Und deswegen zeige ich die jetzt hier trotzdem in dem Let's Play. Außerdem müssen wir auch schon ein bisschen auf die Sicherheitskräfte schießen. Ja, Makarov tubt die halt einfach alle mal weg. Kleiner Noob-Tuber. Kann das zehnmal besser als ich das Noob-Tuben. Ich hätte keinen von denen gekillt. Yo. Die ganzen armen Leute hier. Gehen wir. Wow, wir können aber schnell sprinten. Seht das euch an. Wenn auch natürlich direkt die Flüge verspätet. Was kein Wunder ist. Wenn wir hier so wüten. Oder viel besser unsere neuen besten Freunde hier so wüten. Naja, Amerika und das CIA und alles. Komische Aufträge haben wir hier. Ich habe lange darauf gewartet. Das haben wir alle.
kommt noch schon die ganze russische Polizei. Jetzt geht's wahrscheinlich los, Leute. Ich kann zwar immer noch nicht sprinten, aber... Na, geht mal vor hier, los. Ah. Ja, mal direkt den Noob-Tube, komm. Ah, da kommen sie auch schon. Schildis. Oh, wo ist die Tube hin? Boom. Ach nee, Noob-Tube ist schon was Feines. Müssen wir hier durch? Nee. Dass wir ein bisschen vorwaschen. Ja, dann kommen wir schon wieder die nächsten. Einfach mal Dauerfeuer reinhalten. Bringt nicht viel bei den Schäden. Dann hat Noob-Tube. Ja, so ist das doch schon. Holy shit. Oh nein. Hoppla, das war ein bisschen knapp gerade. Sind wir die bescheuerten Schildis. Hoffen wir hier wenig Entdeckung. Ah, zu hoch. Tot? Ja, einer lebt noch. Okay, es leben noch mehr. Oh, der hat die Tube gefressen. Er ist tot. Wer ist tot? Haben wir einen verloren? Na, was soll's. Ja, wir haben einen verloren. Rest in Peace. Oh, schönes dicke MG hier durchladen. Was auch sonst. Aua. Wo? Und... Okay. Yo! Da wollte er einfach mal wegrennen und schmeißt sein Schild auch noch weg. Alles klar. Was geht denn bei dem ab? Ja, gut für uns, würde ich mal sagen. So, komplette russische Polizei erstmal hier ausgemerzt. Jetzt zum Rettungswagen. Alles klar. Au. Diese Sau. Diese Sau von Makarov. CIA Deep Cover Operation. Und wir sind gestorben. Die Russen werden es nicht unbeantwortet lassen. Das wird unschön. Allerdings. Aber in den Augen der Welt sind sie die Opfer. Niemanden wird es stören, wenn die Russen auf Amerikaner einschlagen. Makarov war einen Zug voraus. Jetzt hat er Tausende von Leichen zu Füßen eines Amerikaners hinterlassen. Nur wir wissen, dass es Makarov war. Unsere Glaubwürdigkeit ist mit allen gestorben. Wir brauchen Beweise. Folgen Sie der Kugel. Alejandro Rojas.
nie von ihm gehört, Sir. Sie kennen ihn als Alex der Rote. Er hat alles vorbereitet. Eine Kugel löst den Zorn einer ganzen Nation aus. Was bedeutet... Er ist unser Ticket zu Makarov. Zugriff. Tag 4, 15.08 Uhr. Sergeant Gary Roach Sanderson. Sonderkommando 141. Brasilien. Wow. Ah. Kein Kommentar. Ah, so geht das also. Ich wusste nicht, wie ich in Deckung gehen soll. Oh, Scheiße. Daher.